223 km/h auf der Westautobahn. Schweizer muss um seinen BMW zittern. Es ist das erste Mal, dass in Oberösterreich ein Auto beschlagnahmt wurde. Seit Anfang März ist es nämlich den Behörden erlaubt, Rasern das Fahrzeug abzunehmen und dieses zu versteigern. Der Schweizer BMW-Fahrer mit serbischen Wurzeln war am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der Westautobahn in Richtung Wien unterwegs. Auf der Höhe von Sippach-Zell maß die Polizei 223 km/h auf einem Lasermessgerät. Somit hatte der Schweizer die 130er-Beschränkung um satte 93 km/h überschritten. Beim Autobahnrastplatz Alhaming wurde der Lenker schließlich aus dem Verkehr gezogen. Neben der Abgabe seines Führerscheins wurde auch sein BMW 530i beschlagnahmt. Der 36-jährige Schweizer war mit drei weiteren Personen unterwegs. Sie organisierten sich einen Leihwagen, um weiter nach Wien zu fahren. Was passiert jetzt mit dem BMW? Die Behörde hat jetzt 2 Wochen Zeit, um zu entscheiden, ob er das Auto zurückbekommt oder ob es ihm abgenommen wird. Wenn anhand von Vorstrafen des Persönlichkeitsbildes des Täters zu befürchten ist, dass er weiterhin extrem zu schnell fährt, kann ein Verfallsverfahren eingeleitet werden. Das bedeutet so viel wie, dass das Auto versteigert wird. 70% vom Erlös geht davon in den österreichischen Verkehrssicherheitsfonds, der Rest an die Gebietskörperschaft. Hier noch eine kurze Anmerkung. Als Schweizer, der auch oft mit dem Auto nach Österreich gefahren ist, fällt mir hier etwas auf. Hier fehlt nämlich etwas auf der Hinterseite des Fahrzeugs, was jedes Schweizer Auto braucht, das ins Ausland fährt. Hat man das nicht und wird erwischt, gibt es eine Geldstrafe. Weißt du, was ich meine? Schreib's in die Kommentare.